Oh, einen wundervollen guten Morgen, Mittag oder Abend, wann auch immer ihr diese Folge hier seht. Ja, wir sind zurück in Let's Play Resident Evil 4 Remake. Wir sind, glaube ich, bei Folge 19, wenn ich mich nicht sehr täusche. Und ja, beim letzten Mal haben wir uns gegen zwei der Riesen durchgesetzt und sind mit der Minenlore bis in die tiefsten Tiefen der Mine hinuntergefahren und jetzt hängen wir hier und gucken uns diesen großen, hässlichen Batzen an, der da von der Decke hängt, den wir auch runterschießen können. Oder zumindest die Teile. Wie es da pulsiert. Ich will mir das nicht angucken. Ach nee, da brauchen wir gar nicht die. Da reicht auch die. Oder auch nicht. Ach, die können sich auch tarnen, wenn sie fliegen, oder was? Das ist ja, das ist neu. Das wusste ich nicht. Aber wir haben doch. Wir haben doch eben gesehen, dieses gelbe pulsierende Ding hat doch eine leicht andere Farbe, oder nicht? So. Oder muss man da mehrfach. So, tschüss. Hä, das ist doch der einzige. Das ist doch der einzige, die einzige besondere Färbung an diesen Säcken da. Rede ich dich halt, wenn es nicht anders geht. Wartet mal. Hä? Die zerplatzen ja wirklich nicht. Ach, jetzt! Ja, das ist ja schön. Ach, da muss man wahrscheinlich mit der Pistole mehrfach draufschießen, okay. Hallo? Ja, das. Warum kriegen wir denn immer nur Peseten? Ich brauche Munition, kein Geld. Da ist irgendwas eingesch. Ich war es nicht. Ja, Louis, du bist auch nervig. So, und da ist Nummer 3. So, das heißt, da ist jetzt noch ein Nest übrig und wir müssen außen rum, weil hier kommen wir nicht weiter. Aber wir können. Ach so, doch. Gut, dann springen wir da halt runter. Das ist okay. Damit kann ich leben. So. Wir gucken nochmal gerade auf die Karte. Wir haben keine Schätze hier. Und das ist gut. Kommt man sich ein bisschen vor wie in Minecraft. So. Gut. Bleib halt liegen. Ich hätte jetzt irgendwie gedacht, dass das explodierende Fass ihn irgendwie aufschreckt, aber naja. Da habe ich wohl zu viel erwartet. So. Gelbes Kraut. Insektenbau XL. Zu viele sind bereits den nimmer enden wollenden Schwärmen von Ungeziefer zum Opfer gefallen. Es ist eine regelrechte Plage. Kenne ich irgendwoher. Bitte zerstöre die Eingänge zu ihrer riesigen Brutstätte und bewahre uns vor einer weiteren Tragödie. Ja. Dafür gibt es vier Spinels. Ich glaube, wir hatten beim letzten Mal 9. Das heißt, dann wären wir bei 13. Oh, ich höre sie.
Ich kann sie auch. Ich kann sie förmlich. So. Und er lässt gar nichts fallen. Danke dafür. Wieso? Ach so, Moment, da kam ich her, ne? So. Oder? Ich weiß es gerade gar nicht. Her nicht. Auf jeden Fall hat sich die Haltbarkeit des Messers schon mal bezahlt gemacht, weil wir können jetzt ein paar mehr, also man kann ein paar mehr damit erledigen. Und nicht mehr nur zwei. So, da posiert nix. Aber wieso kommen wir hier denn nicht hoch? Louis, hast du was dazu zu sagen? Er ist so schweigsam. Dann gehen wir hier halt mal weiter. Hier geht noch ein Pfad nach oben. Okay, ich nehme alles zurück. Wir haben uns einfach nur verlaufen. Wem sagst du das? Okay, also wenn Louis aber das... Wenn Louis das Gehirn ist, dann... glaube ich, sind wir verloren. Okay. Es ist aber auch dämlich, dass er nicht selbstständig nachlädt. Ja, die Munition hätte ich jetzt gerne trotzdem gehabt. Da hängt wieder einer. So, Kisten. Also wenn wir Munition finden, dann natürlich nur für die Pistole. Das ist ja klar. Wieso sollte man hier auch sowas finden wie Schrotflintenmunition oder MP-Munition? Ach, da, guck mal. Kaum sag ich's. Da waren Spinell drin? Okay. Random. Sehr, sehr random. Nein, ich will auf das Fass schießen. Auf das Fass. Danke. So. So, hier ist... ein Schatz. Ein Goldplättchen. Ach. Ich glaube, das sind auch nochmal so 10.000 Peseten oder sowas. Ja, MP-Munition. Ja, jetzt spricht das Spiel die gleiche Sprache wie ich. Jetzt gibt es mal ein bisschen mehr Munition. Das ist doch schön. So. Können wir irgendwas herstellen? Wir können Schrotflintenmunition herstellen. Das finde ich schön. Ich mag es, wenn wir Schrotflintenmunition haben. Oh oh. Ja, Louis, du könntest auch mal helfen. Also, ich habe nichts dagegen, wenn du auch mal schießen würdest. Mach da nicht. Ja. Gut. Ja. Ach, hier ist ein Händler. Okay. So, tauschen. Wir haben 15. Ich liebäugel mit der Mathilda, aber sie ist mir diese 10 Spinels nicht wert. Das finde ich ein bisschen, das ist ein bisschen zu viel.
Wir können Rubin und Saphir in die Weinkanne einsetzen. Oh, 15.000 kriegen wir dafür. Perfekt. Weinkanne. Edelsteine. Du kriegst ein... Nee, warte mal. Mal grad gucken, was wir dafür kriegen. 14.400 oder 12.100. Ja, da kenne ich doch die Antwort. Verkaufen. So. Jetzt haben wir wieder 41.000. Was hast du denn dieses Mal im Angebot? Oh! Eine Koffererweiterung. Das ist doch... Ich glaube, eine Koffererweiterung könnte uns gut tun. So, die nehmen wir doch mal. Das können wir reparieren. Die Schutzweste braucht keine Reparatur. Sehr schön. Ja gut, die nächsten Upgrade-Stufen fürs Messer sind natürlich ein bisschen teurer. Das ist... Ja, ist ja gut. Ich überlege noch. Hetz mich nicht. Der Typ ist aber auch wirklich unfreundlich. So, ewiges Messer. Das wollen wir nicht verkaufen, wir wollen ein Stiefelmesser verkaufen. So, wir speichern nochmal. Natürlich nicht bei Kapitel 16. Hier. So. Ist noch irgendwas auf der Karte? Nö. Also keine Schätze, kein Zeug, was wir übersehen haben. Sehr schön. Gut, dann fahren wir jetzt Aufzug, glaube ich. Ich glaube, ich weiß, was passiert, Leute. Oh, oh. So. Ich bin der Knöpfchendrücker. Hallo, Louis. I'm beat. Makes you appreciate tech like this. I don't get you. Why risk your life like this? You don't know us. I told you. It makes me feel better. Be straight with me for once. Ich find's aber auch cool, dass sie die Hintergrundgeschichte von Louis so ein bisschen ausgebaut haben. Dass er halt nicht mehr nur so dieser, ja, der taucht einfach auf, ist da, wenn man ihn braucht. Und jetzt hat er halt so ein bisschen so eine Hintergrundgeschichte. Das ist ganz cool. Aber ich finde das Remake tatsächlich zu lang. Also. Teilweise diese Passagen im Schloss, die sind ein bisschen zu lang. So. Und wir sind ja noch nicht mal durchs Schloss durch. This way, you know it means we're almost. Almost what? Louis. Yeah. Long time no see, rookie. Major Krauser. What the hell? Why? Recovering stolen goods. And killing a few rats along the way. Easy work. Ashley, it was you. Catch him quick. Didn't I teach you? Knives are faster. Ist auch besser, dass es jetzt keine, keine Quick-Time-Event-Orgie mehr ist, sondern dass man gegen Krauser halt wirklich mal. Ja. Aua.
Okay, wir sollten hier mal gerade weg. Einmal heilen kurz, so. Wir haben aber auch keine, wir haben keine Granaten, ne? Wir müssen uns... Aua! Beim nächsten Mal ein Frontflip, Leon, ne? Das hilft weiter. Schade. Das wäre eigentlich der Part von Ada gewesen. Das ist nur ein Kratzer. Ach Mensch, Louis. Ja. Ja, Ende des Kapitels. Louis ist tot. Toll. Gerade hier das. Okay. Schreibmaschine speichern. So. Und weiter. Quixote, nicht Coyote. Nimm doch gleich Coyote. Hier noch irgendwas? Ah, grünes Kraut haben wir übersehen. Ja. Da. Wenigstens haben wir bei dem Kampf gegen Krauser jetzt nicht so viel Schaden erlitten. Und wir können auch, glaube ich, nur hier lang. Ja. Ja, das heißt, Krauser ist uns jetzt, ist jetzt unser... Der kriegt jetzt von uns auf den Sack. Falls ihr das Klopfen hört, bei mir sind wieder Bauarbeiten. Ach, dann kommen wir jetzt wieder am Ballsaal raus. Leon, there's only time to say this once, so listen up. They took your friend to the top of the clock tower. If you hurry, you might get pushed into one of them. Okay. So you aren't heartless after all. I guess I should be thankful. Yeah, you should. Danke, Ada. Das war wieder mal nicht hilfreich. Ja, mir ist jetzt aber nicht nach Freunde. Ich habe gerade hier meinen Kompagnon verloren hier. Da kannst du auch mal ruhig ein bisschen Mitleid haben. Gut. Gut, dann machen wir dem blöden Schlossherrn hier wenigstens noch ein paar Vasen kaputt. So.
ist meine Form des Protestes. Oh, Aufträge. Schande der Familie. Ramon Salazar, der Widerling. Allein beim Anblick seiner Visage rollen sich mir die Fußnägel hoch. Tu mir jemand den Gefallen und verunstalte sein Porträt für mich, ja? Es hängt in dem Raum, der auf dem Foto zu sehen ist. Wie es gemacht wird, ist mir gleich. Wahrscheinlich wäre es am besten, es einfach mit irgendetwas zu bewerfen. Ja, das können wir machen. Dafür gibt es vier Spinels gibt es dafür. Juwelendieb. Kann mir bitte jemand dabei helfen, ein gestohlenes Schmuckstück zurückzuholen, das eine Krähe stibitzt hat? Sie hat es bestimmt zu ihrem Nest gebracht. Es ist ein Familienerbstück und soll nicht als Vogelspielzeug enden. Im Burghof war irgendwo ein Vogelnest und das haben wir nicht gesehen. Na, toll. Ah, wir müssen jetzt hier in den Turm rein. Ja, habe ich wahnsinnig viel Lust drauf. Herstellen. Wir kriegen aber auch keinen Herstellungsbonus mehr auf die blöde Schrotflintenmunition. Ne? Das ist ein bisschen mau. So, Kapitel 12, nochmal speichern. Schade, schade, schade. Okay, jetzt kommt der Turm und es wird wahrscheinlich ein bisschen, es könnte spannend werden mit der Menge an Munition hier. Ach Leon, das ist ein Uhrenturm. Mensch. Wenn wir dich nicht hätten. Schießpulver. Jede Menge Schießpulver. Reicht es? Nein. Reicht nicht. Okay. Ach, wir hätten das Messer wiederherstellen können, was wir jetzt... Egal. Gut. So. Jetzt kommt hier wieder der Terror-Mozart, glaube ich, ne? Das ist hier unser... Ja, da ist er wieder. Ja, ich bin wie Fußpilz, ich komme immer wieder. Deswegen nennt man mich auch Leon Fußpilz Kennedy. Hier sind Fässer, die können wir kaputt machen. Oh, ein Schatz. Ein Goldplättchen. Nix. Oh. Oh, oh. Au. Nicht schlagen, bitte. Danke. Ich hätte gerne Heilung. Wir könnten mal eine Granate herstellen. Eine Blendgranate. So. Verwandeln sich nicht, das ist schon mal erfreulich. Wer schießt da mit Pfeilen? Du bist das! Gut. Noch mehr unnötige Peseten, das finde ich nervig. Ach, ich glaube, ich weiß. Warte mal. Das können wir, glaube ich, direkt verhindern. Kavom! So. Jetzt habe ich den Terror-Mozart hier ein Kopf kürzer gemacht. Wo?
Da wirft schon wieder einer mit Äxten. Ich glaub's ja nicht. Ja. Hör mal, das ist gefährlich, mit Äxten zu werfen. Aua. Ich sag's noch. Und jetzt kommt noch einer mit einer Sense. Ungewöhnliche Umstände erfordern ungewöhnliche Maßnahmen. Schrotflinte. Bleibst du unten? Wenn die aber zwei Schuss pro Nase, dann ist das hier aber ein... Jetzt sogar drei Schuss. Also wirklich. Okay, er bleibt einfach nur stehen. Der auch drei Schuss. Was ist der mit euch? Die haben auch alle am Zaubertrank genascht. Die vertragen plötzlich alle viel mehr. Warte mal. Hör ich was baumeln? Ja, ich höre was baumeln. Wieso nicht? Das finde ich jetzt aber nicht so toll. Wir probieren es mal mit dem Scharfschützengewehr. Hier, mit dem Scharfschützengewehr geht's. Ja, komisch. Dann sammeln wir das gerade noch ein. Habe ich beschlossen. Frage ist, wo ist es gelandet? Da. Okay. Ein Alexandrit. Ja, schön. Ich glaube, der brachte 6000, ne? Aber wir müssen uns jetzt durch den kompletten Turm kämpfen. Ja, okay. Dann weiß ich, was meine nächsten Schritte sind. Oh. Och, jetzt kommt der hier mit seinen Stacheldingern hier an. Das will ich nicht. Das finde ich nicht schön. Sag mal, der lässt sich aber auch überhaupt nicht. Die Stachelbeere, da kommt die Stachelbeere angerollt. Okay. So, da kommt die nächste Stachelbeere. Ach, immer nur Peseten. Oh oh. Beide sind tot. Sehr schön. Oh, ich bin so froh, wenn wir diesen scheiß Turm hinter uns haben, ey. Es geht mir jetzt schon auf den Nerv. Oh, stachelige Stachelbeere. Ja, genau reingelaufen. Wäre sowieso tot gewesen. Oh, scheiße. Schießpulver. Okay, stopp! Oh, da hätte ich ausweichen müssen. Das habe ich nicht gesehen. Moment. Panikmodus. Schrotflintenmunition herstellen. Wo ist sie? Ja, jetzt gibt es einen Herstellungsmodus. Okay, gut. Wir hätten das Knöpfchen drücken müssen. Scheiße. Ja, nein, nicht. Das war knapp.
Ich heil mich mal. Dann gibt's auch einen schönen Bonus. Ist hier sonst noch jemand? Also. Ja, scheiße, die kommen jetzt alle hochgelatscht. Noch ein Ball. So. Sind die jetzt alle tot? Ich will es jetzt einfach mal hoffen. Grünes Kraut. Munition. Aber ja, unsere komplette Schutzweste ist weg. Das ist natürlich doof. Ich weiß nur nicht, können wir nochmal aus dem Turm raus? Also jetzt. So viele Treppen. Ich mag Treppen nicht. So. Ich weiß nicht. Normalerweise, also wenn da kein Dings ist, dann... Ja, wir können noch raus. Ach, das ist doch schön. Gut, dann gehen wir nochmal gerade zurück zum Händler. Bevor wir uns auf die Aufzugfahrt machen. Weil dann will ich nämlich ganz gerne meine schusssichere Weste oder meine Weste reparieren. Tunen ist das dann, glaube ich, ne? Ja. Natürlich bleibt jetzt nichts mehr übrig. Ah, aber das Goldplättchen, das können wir verkaufen. Sehr schön. Ja, ich glaube mit 16.000 lässt sich was anfangen. So, die Nachladegeschwindigkeit. Aber wir können bei keiner... Können nur die Nachladegeschwindigkeit hochpushen. Wir haben nur noch ein einziges grünes Kraut. Ja gut. Ich hoffe nur, dass die jetzt nicht wieder alle respawned sind. Das wäre jetzt weniger cool. Oh, oh. Eine Minute vor 12. Wahrscheinlich soll das Ritual um Mitternacht stattfinden. Ja, dann haben wir ja noch eine Minute Zeit, uns hier durch einen kompletten Turm zu kämpfen. Ja, genau. Mitternacht. Die sind aber scheinbar nicht respawned. Gut. Dann ist das ja nicht all, dann dürfte das ja nicht allzu schwer sein. Aber gerade nochmal. Okay, wir haben noch was übersehen. Zwei Schätze haben wir übersehen. Müssten dann hier sein? Ah, okay. Ja, doch, die sind oben auf der... Dann stimmt alles. Vergesst, was ich gesagt habe. Wir haben die nicht übersehen, wir waren nur noch gar nicht da. Okay. So. Noch mehr Peseten. Es ist also... Ich weiß nicht, warum dieses Spiel einfach immer will, dass wir irgendwie Peseten bekommen, aber... Vielleicht will uns ja jemand was mitteilen. Den hätten wir ja nicht vorher finden können, ne? Den Spiegel. Aber ich gehe jetzt nicht nochmal zum Händler zurück. Also das ist Quatsch. Ich glaube, der ist unten, der Schatz. Ja.
Gewehrmunition. Eine extravagante Uhr. Die hätten wir auch nicht vorher finden können. Schön. So, 15. Wir nehmen den lilanen und den blauen. Oder was bringt der rote? Nee, dann will ich den blauen. So. Blau und lila sieht zwar scheiße aus, aber naja. Ich glaube dann... Dann habe ich ja schon fast gar keine andere Wahl mehr, als zum Händler zurückzulaufen. Och nee. Och nee. Aber damit können wir halt wenigstens noch ein bisschen die Waffen gerade aufrüsten. Und ich glaube, das werden wir brauchen. Bei dem Fahrstuhlkampf hier. Dauert ja nicht lange. Treppen, Treppen, Treppen. Könnt ihr euch noch an den Treppengollum erinnern? Den habe ich mal bei Outlast eingebaut. da gab es auch sehr, sehr viele Treppen. Und das war einfach nur Gollum, der den Satz aus Die zwei Türme gesagt hat mit Treppen. Oder diesen kleinen Satzabschnitt Treppe. Ja. Muss man dabei gewesen sein, um es lustig zu finden. Ich glaube, der Spiegel war 10.000 und die Uhr knapp 20.000. Ne? Das sind 30, dann wären wir bei 45.000. Ja. Ja, also insgesamt. Ja, 48.000, okay. Ja. Ach, der gute Mann hat noch Erste-Hilfe-Spray. Das nehme ich natürlich mit. Ja. Tunen. Reicht's bei irgendeinem für zwei? Also könnten die Magazingröße hochpushen. Bei der hier bringt uns das sogar was, ja. So. Gut. Reicht jetzt auch. Auf den Aufzugkampf freue ich mich so gar nicht. Das ist so ein Abschnitt, der ein bisschen nervig ist. Was können wir irgendwas herstellen? Wir könnten noch eine Blendgranate. Das, ja, Blendgranate und das war's. Ja, gut. Mit zwei Blendgranaten sollte das funktionieren, was ich vorhabe. So, diese Folge wird übrigens aufgenommen an Halloween. Es ist jetzt Nachmittag, aber heute Abend kommt sie dann. Und ja, ich bin heute Abend an Halloween nicht zu Hause. Ich bin unterwegs. So, gibt's hier... Okay, das ist außerhalb des Turms. Okay, alles klar. Dann gibt es jetzt kein Zurück mehr.
Aua! Nein! Ich wollte auf ihn schießen. Dann kann er nämlich nicht, hier Plagas. Oh fuck. Ja, in aller Seelenruhe nachladen. Ich glaube, die Nachladegeschwindigkeit für die Pistole sollten wir auch mal... Aua. Sollten wir auch mal erhöhen. Nein. Du schlägst mich jetzt nicht mit deiner Axt. So. Von wo kommen sie denn immer? Ich versuch mal was, Ach, Scheiße. Mal nachladen. Und ich glaube, jetzt kommen sie nur noch von da. Ja. Oh shit. Nein. Du willst nicht hier irgendwelche Viecher raufbeschwören. Nein. Aus. Oh, fuck. Oh, Kacke. Na, immerhin. Also für den allerschlimmsten Fall. Oh, Kacke. Ich muss mein Erste-Hilfe-Spray verwenden. Pistolenmunition? Nee, warte mal. Wir können nochmal MP-Munition, da müssen wir jetzt aber sparsamer sein. Ach, scheiß die Wand an. Ja, das immerhin. Aua. Ja, versteck dich hinterm Schild. Aua. Nein! Heilen. Blendgranate. Na, immerhin. Wir haben zwar immer noch keine Munition, aber wir sind sie losgeworden. Und wir sind oben. Jetzt kommt nichts mehr, oder? Na Gott sei Dank, ey. Ich meine, ich hör sie noch murmeln, aber das ist mir jetzt relativ egal. Das ist mir jetzt relativ egal. Ach, guck an. Da ist er ja.
Wie sie auch einfach in diesem Ritterkostüm durch die Gegend schleifen. Joa. Nein, Leon, das hat er nicht gesagt. Das sind... So, da geht Nummer 1. Und hier müssen wir uns jetzt drüber schleichen, ne? Ja. Hm. Ist das schön, wenn man keinerlei Munition hat? Das ist so toll. Ich fühle mich überhaupt nicht wie auf dem Präsentierteller. Ich höre was wackeln. Da oben. Ja. Hättest du die mal... Hättest du... Kommen aber auch nicht da dran, ne? Ja. Ist zu weit weg. Okay. Au! Nicht mit dem Pfeil auf mich schießen. Ach, du plärst jetzt von da drinne. Ja, ja. Okay. Na, toll. Fast tot. Ja. Ja, jetzt bin ich tot. Na, noch nicht. Haben noch mal Glück gehabt. So. Okay, Moment. Ich schleiche mich noch mal zurück. Weil ich will haben, was da oben ist. Ich weiß nicht, ob es ein gelber Diamant war. Es könnte sein. Es ist ein gelber Diamant. Jawohl. Gut. Aber waren dann... Da müsste doch noch einer sein, oder? Gun rhymes with fun for a reason, stranger. Ja. Hier ist eine Leiter. Ich glaube, da oben finden wir eine erste Hilfespray. Ja, das ist gut. Aber das reicht, glaube ich, also ich glaube, gegen den Terror-Mozart reicht es nicht. Ich bin mir unschlüssig, ob ich eventuell Waffen verkaufen sollte. Ja, reparieren ist zu teuer, das ist klar. Vielleicht haben wir noch irgendwas für 400. Ich glaube, das Stiefelmesser gibt 600. Na ja, dann können wir unser ewiges Messer reparieren. Gut. Die Schutzweste ist Fritte. Die kriegen wir nicht. Das kriegen wir nicht. Die Mathilda ist unnötig. Die brauchen wir nicht. Wir können auch nichts... Ach, wir hätten uns das alles aufbewahren können. Ich finde es schön, dass er einfach weiterredet, obwohl wir den Raum längst verlassen haben. Wie schön. Wieso denn immer nur Peseten? Hier sieht es halt auch aus, als würde es hier irgendwie runtergehen, ne? Aber da ist nichts. So, und bevor wir jetzt zum Terrorzwerg gehen. Puh, 1500, das ist nix. Herstellen. Ja, komm.
Dann haben wir wenigstens die MP voll. Wir versuchen uns einmal gegen den scheiß Gnomen. Ich weiß, dass wir das nicht schaffen werden, aber... Loyalty of his servant, Ramon. Ashley! Leon! Such a fool, Mr. Kennedy. E. To have been bestowed with Lord Sattler's... You talk too much. I failed! You! Och nö, er kommt wieder. Ach. Oh, das wird so ein Albtraum, jetzt gegen ihn zu kämpfen. Er spuckt nämlich immer dieses widerliche Zeug. So, okay, wir machen jetzt hier erstmal, wir sammeln jetzt hier erstmal Munition ein. Genau, dein Skript ist scheiße. Aua. Warum liegt hier irgendein Scheiß auf dem Boden? Das war das schon immer so? Ich will nicht getentakelt werden. Geh weg. Er hat versucht, mich zu tentakeln. Das ist ja widerlich. Ah. Ach. Ja, man muss aufpassen auf die Dinger, die hier am Boden sind. Oh, scheiße. Wo ist er? Oh oh. Ja. Okay. Jetzt hat er mich gefressen. Ich habe ihn auch gefressen. Ich hoffe, dass wir vor der Tür fortsetzen und nicht jetzt schon im Kampf. Okay, wir sind noch vor der Tür. Okay, gut. Dann. Ich habe ja gesagt, wir probieren es nur einmal. Muss ich mir bis zur nächsten Folge was einfallen lassen. Weil mit der Menge an Munition... Ich habe ja schon länger überlegt, um das mal kurz... Also nicht, dass es euch komisch vorkommt. Ich habe schon länger überlegt, ob wir ihm nicht einfach unsere gesamten Knarren verkaufen. Uns dafür die... Wie hieß denn das Ding? Warte mal. So, das war doch hier unsere... Die Hand Cannon. Ob wir die Hand Cannon nicht zurückkaufen und dann einfach aufrüsten, bis es nicht mehr geht und damit unendlich Munition hätten. Das war jetzt meine Überlegung. Aber wahrscheinlich muss ich es erst noch 5-6 Mal gegen das Viech probieren. So, wir speichern nochmal. Und dann würde ich sagen... Sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Resident Evil 4 wieder. Und bis dahin, alles Gute und tschüss.